Ja, wir wollen das kurz alles noch analysieren mit dem Tino Rubin, mit dem Coach von Wacker Thun. Eins vor noch in der Halbzeit und er war irgendwann die Luft doch draußen über die ganze Saison. Wir nehmen zuerst nur das Spiel. Was ist da schiefgelaufen? Ja, so ziemlich alles. Es hat von Anfang an nicht so funktioniert, wie wir es uns erhofft haben. Sagen wir mal, es hat bei den Goalies angefangen und nicht viel angelangt. Es war die Ecke, die nicht wirklich hatte, den Dangers im Griff gehabt. Vorher im Angriff haben wir x 100%ige liegen. Also heute haben wir es sicher nicht verdient, weiterzukommen. Aber es war schlussendlich, glaube ich, schon der Angriff gewesen, oder? Der Winkel ist auch nicht schlecht ins Spiel gekommen. Aber der Schulz haben wir vorher schon hier gehabt, hat super gehabt. Oder eben der halt zu wenig effizient. Ich bin der Meinung, wenn man 25 Goal schießt, sollte es für einen Unentschieden länger mindestens. Ich sage, wir müssen weniger überkommen als 25, dann haben wir gute Chancen zu gewinnen. Und jetzt haben wir halt in den letzten Spielen deutlich mehr überkommen. Dann längt es halt einfach nicht. Und das hat sicher noch viel vorne zu tun, wenn du ein paar Gegenstosse gehst, die du bekommst. Aber hinten haben wir den Zugriff auch nie wirklich gehabt. Ja, ich glaube, heute hat es überall gefällt, die sie verdient weiterkommen. Wir haben manchmal zusammen geredet, quer durch die Saison. Ihr hattet Abgänge im Sommer, ihr konntet die kompensieren. Ihr hattet Verletzungen, ihr konntet die kompensieren. Schlussendlich eine unglückliche Champions League-Kampagne mit viermal mit minus 1 Goal verloren. Aber trotzdem immer gute Leistungen. Ihr seid Göpsiger 2019, auch ein positives Zeichen. Wie zufrieden könnt ihr sein mit dieser Saison, mit diesem stetigen Auf und Ab? Ja, ich glaube, im Moment ist es ein bisschen schwierig, weil die Enttäuschung ist bei mir selber auch gross. Ja, wirklich, ich bin der festen Überzeugung, dass wir gewinnen heute den Match. Es gibt das fünfte Spiel, dort haben wir nochmal alle Chancen. Und darum ist die Enttäuschung im Moment ein bisschen gross. Aber ich denke, mit ein bisschen Abstand oder so vorher mal so ein bisschen reflektiert, da denke ich, ja, mit den Wechseln, die wir hatten, mit den jungen Spielern, die wir immer wieder haben müssen, dürfen einsetzen, wenn wir verletzt oder krank oder angeschlagen hatten, denke ich, wir sind im Grossen und Ganzen, wenn wir es nachher mal so ein bisschen zurückschauen, nicht schlecht gemacht. Sicher Zeitöpfelchen ist der Göpsig, das haben wir hervorragend gemacht. Wir haben ja dieses Jahr wieder einen Titel, wir sind ja dieses Jahr wieder europäisch, das ist immer das Ziel für uns. Und ich denke, es ist nächstes Jahr der Lohn, dass wir dort ein paar Reislingen machen und gute, interessante Gegner dürfen spielen. Und ich glaube auch, mit ein bisschen Abstand wird das eine gelungene Saison. So mit dem Rückblick, im Moment geht das so ein bisschen, ja, ist der Frust ein bisschen grösser als die Freude über die Saison. Ja, aber es war ja für uns immer das Gleiche gewesen, oder? Jetzt am Schluss sind auch noch Delhaize und Holm verletzt. Remy, der zwar wieder zurückkommt, aber gleich nicht fit ist. Der Sutter, der auch halb krank ist und trotzdem muss spielen und die ganze Last schultern. Wie viel habt ihr quer durch die Saison gehadert mit diesen Umständen? Und wie viel habt ihr auch... Ihr habt manchmal gesagt, ich mal von diesem Zeug nichts hören, wir spielen mit denen, die wir haben. Ja, aber vielleicht gibt es auch am Anfang, wenn wieder etwas Neues ist passiert. Du denkst, okay, oh nein, mein Gott, jetzt ist Remy heute auch noch krank. Und einfach so ein bisschen denken, manchmal schon, hey, das war schon wahnsinnig in dieser Saison. Aber wenn man auf die Gegenseite Pfadi anschaut, dann ist es plus minus gleich gegangen. Die haben ja über die ganze Saison Verletzungspech gehabt. Die haben das eine Spur besser gemacht als wir. Und darum sind sie ja verdient weiter. Martin Rubin, lass mich zurück zum Team. Herzlichen Dank. Merci. Und danke auch für die Auftritte der Champions League Cup. Und schlussendlich eine Meisterschaft. Wir freuen uns auf nächstes Jahr. Greifen wir wieder an. Wir uns auch.